Hallöchen Freunde und willkommen zu einer ersten Folge von Between the Stars von Isolated Games. Man muss sagen, momentan hat man als, ich sag mal, Space Opera Fan ziemlich gute Karten, gute Spiele zu finden. Es ist ja in den letzten Monaten, ja vielleicht sogar in den letzten Jährchen, ein regelrechter Hype wieder um Space Operas ausgebrochen. Demnächst steht auch wieder ein neues X4 vor der Tür. Klar, Star Citizen. Aber dann gibt es eben auch so kleine Perlchen wie Everspace oder jetzt auch eben mal Between the Stars. Ich bin gespannt auf das Spiel. Ich habe tatsächlich schon ein bisschen gespielt. Es macht mir persönlich ziemlich viel Spaß, aber man sieht in dem Prolog, den man hier in der Demo spielen kann, noch nicht alles vom Spiel, glaube ich. Und momentan ist es so, Between the Stars gibt es momentan auf Kickstarter. Ihr könnt das also gerne unterstützen. Es kommt aber auch im Quartal 1 2019 auf Steam raus. Das Coole ist, ihr könnt es jetzt schon ausprobieren, denn es gibt eine Demo zum Download. Sowohl auf Steam als auch auf der Kickstarter-Seite gibt es einen Direkt-Installer. Das ist ganz cool, hatte ich auch schon lange nicht mehr. Und deswegen, alles, was ihr jetzt wahrscheinlich hier sehen könnt, könnt ihr auch mal selber ausprobieren. Deswegen, wir verlieren nicht viele Worte. Ich weiß nicht, wie viele Folgen es geben wird. Ich rechne mal so mit 4. Der Prolog ist nicht allzu lang. Aber macht Spaß auf jeden Fall. Und es sieht super gut aus, wie ich finde. So, wir spielen James Scott. Ich fühle mich als Mann einfach wohler. Man muss sagen, die Grafik ist sehr, sehr nett gelungen. Und was für mich ganz, ganz wichtig ist in dem Spiel, es gibt einen Screenshot-Modus, mit dem ich schon sehr viel Spaß hatte gestern. Aber schauen wir einfach mal das Spiel an. Crew, boost warp drive to full power. But Captain. I said full power, that's an order. Redistributing power. Capacitors charging in 4, 3. Just a bit more. Ach, ein kleines bisschen. Warp successful. So. We've made it. Wunderschön. So, wir sind angekommen im Nirgendwo. Starting damage assessment protocol. Testing main engines. So. Also, irgendwas ist fürchterlich schiefgegangen. Wir sind kaputt. Ich weiß nicht, ob man das jemals erfahren wird. Im Hauptspiel vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ihr seht, die eine Antriebsgondel ist auf jeden Fall ziemlich im Arsch. Die Energie des Antriebs ist veränderbar. Kurz, wie gesagt, das ist hier noch eine sehr frühe Version. Die deutsche Übersetzung ist teilweise echt Panne. Deswegen weiß ich zum Beispiel nicht, was der erste Satz heißt. Die Energie des Antriebs ist veränderbar. Ich glaube, da geht es tatsächlich einfach nur darum, dass man die Power steuern kann. So. Die grünen Anzeigen für die vorwärtige Geschwindigkeit, die roten Anzeigen für die rückwärtige Geschwindigkeit oder leer, wenn stationär. Bewege das Mausrad nach oben, um und nach unten, um langsamer zu werden. Kurz zur Erklärung. Ach, verdammte Axt. Jetzt ist das, warte mal. Ah, ich muss kurz was ändern. Ich muss mich kurz ein bisschen anders hinsetzen. So. So ist besser. Sonst seht ihr es ja gar nicht. Und zwar unter mir hier, genau da, wo jetzt mein Kopfhörerkabel drauf zeigt. Das sind quasi die. Das ist die Energieverteilung von unserem Schiff. Also ich kann mit den Pfeiltasten kann ich die verteilen. Gelb ist der Antrieb, rot in der Mitte sind die Waffen und rechts. Das Blaue sind die Schilde, das kann ich schön verteilen. Und nur so zur Info. So, aber und oben diese grüne Leiste, die sich jetzt füllt, beziehungsweise jetzt rot wird, das ist eben die Schiffsenergie. Schiffsantriebsenergie, die wir gerade reinpowern. So, Steuerung ist ganz klassisch. Ich finde es cool, dass das alles so ein bisschen träge ist. Wie man es auch vermuten würde, physikalisch korrekt. Und das alles hier über so Schubdüsen funktioniert, die man auch sieht, wirklich.
Und das Schiff bewegt sich nicht auf wundersame Weise im Raum. So, genau. Jetzt kriegen wir das mit der Energie erklärt. Das machen wir jetzt mal schnell. Habe ich euch schon erzählt. So. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Wir machen es mal alles auf Mittel. So, X, um nach hinten zu sehen. Alles klar, zerstöre die feindlichen Schiffe. Dann geben wir erstmal ein bisschen Stoff. Machen wir kurz einen Abgang. Ach, von unten kommt es auch. Naja, gut, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Man kann sich dreidimensional im Raum bewegen, was ich sehr angenehm finde. Insgesamt muss ich sagen, das Spiel erinnert mich schon so ein bisschen an Rebel Galaxy. Und jetzt, Moment, zeige ich euch mal, was ich halt sehr geil an dem Spiel finde. Ich liebe solche Screenshot-Modi. Alleine dieses Bild hier. Ohne Witz, ich glaube, ich habe gerade mein Thumbnail für die Folge gefunden. Ich muss mal kurz was machen. Mich mal kurz rausnehmen. Alleine, dass man sowas machen kann, auf sowas stehe ich total bei solchen Spielen. Es sieht einfach episch aus. Und ich mache mal kurz einen Screenshot mal davon. Man kann das auch übers Spiel abspeichern. Das kriegt man eigentlich im Spiel auch noch gezeigt. Aber ich finde es einfach phänomenal, immer sowas zu machen. Ich liebe solche Bilder. Weil da kann man jetzt irgendwie auch noch ewig dran rum basteln und dann in großen Schlachten. Es gibt, kann ich jetzt schon mal voraussagen, irgendwann innerhalb dieses Prologs eine relativ große Schlacht. Und in dieser Schlacht kann man auch sehr geile Bilder machen. So, und jetzt machen wir aber einfach mal weiter. Auch die Explosionen finde ich sehr, sehr angenehm. Aber das hier ist jetzt einfach eine von den langweiligeren. Ich mache mal was anderes. Ich mache mal meine Power-Ups, denn die gibt es auch. Ich habe jetzt gerade eine Atomrakete scharf gemacht und die schieße ich jetzt mal auf den Kollegen ab. Da ist er oben aus mir rausgeflogen und die könnt ihr mit der Maus steuern. So, und der kriegt jetzt eine schöne Atomrakete in die Seite. Ja, der macht nicht mehr viel, oder? Hab ich geguckt. Ah, doch, er hat's überlebt. Genau, ihr habt unten links, seht ihr das? Unten links seht ihr vor allem A, die Schildverteilung und B, seht ihr halt diese Power-Ups oder Fähigkeiten. Und die zweite Fähigkeit, die finde ich auch ganz geil, das ist nämlich so ein Schnellfeuermodus. Den haue ich jetzt mal rein. Und wenn ich jetzt noch treffen würde, machen wir mit dem schnellen Prozess oder auch nicht. Hab natürlich zu wenig Energie auf den Waffen drauf. Die erhöhen wir mal. So. Wenden. Könnt auch ranzoomen. Muss man ein bisschen üben, weil das dreidimensionale Schießen, das kommt einem vielleicht nicht direkt so intuitiv vor. So, der ist weg. Und der ist auch weg. Sehr gut. We need more firepower. Ach, okay. Jetzt kriege ich das mit den der Atomrakete gesteckt. Warte mal, ich mache mal kurz die Schilde auf voll. Rums. Ne, das hat er nicht überlebt. So, Schilde sind auf voller Möhre. Zwischendurch hat man immer noch so ein paar Ruckler, aber bis zu verschmerzen. Meine Schilde sind locker noch stabil. Da kann ich ein bisschen Energie abzwacken. Für die Waffen. Und Feuer im Schnellfeuermodus. Und weg damit. Oh, der ist hartnäckig, der Kollege. Sehr schön. Easy. So. Und jetzt wird einmal geplündert. Was ganz cool ist, warte mal. Also ihr seht ja, dass hier
dass hier überall so Asteroiden rumfliegen. Cool an den Dingern ist, also die kann man wirklich auch bewegen. Weil ich schieße jetzt immer mal hier auf die eine Seite. Und dann fängt er sich immer schneller an zu drehen. Also das wird alles physikalisch halbwegs korrekt berechnet, was ich sehr, sehr mag bei solchen Spielen. Bedeutet aber auch, dass wir nicht einfach gegen irgendeinen Asteroiden fliegen können, sondern seid ihr nämlich Matsch. So, die Mechanik, wie man plündert, finde ich ganz nett und auch nicht zu langwierig. Wenn man nah an ein Schiff rankommt, dann wird das halt so durchscheinend, als würden wir scannen und da, wo der rote Punkt ist, da ist die Beute, da muss man dann einfach kurz gedrückt halten. Und schon hat man das geplündert. Finde ich ganz gut gemacht. Ich weiß nicht. Klar, man könnte es jetzt auch machen wie in anderen Spielen, dass da irgendwie die Schiffe einen Container droppen oder sowas und man sammelt es ein. Ja, kann man machen. Aber so finde ich es jetzt auch nicht schlecht. Da hat man wenigstens noch ein bisschen ja, was zu tun quasi. Also finde ich ganz, ganz nett. Und besser dann als noch irgendwie ein komisches Minispiel oder so ein Quatsch. Das ist jetzt einfach nur... Das ist nicht einfach total profanes. Und jetzt ist meine Nase geradezu, merke ich. Kacke. Es fängt jetzt gerade an wieder hier mit Erkältung und sowas bei uns in der Firma. Ich hoffe, dass ich nicht krank werde. So, ich plündere die jetzt mal alle. Weiß nicht, ob wir das Geld überhaupt brauchen, aber... Ich weiß auch gar nicht, können wir überhaupt speichern? Ich glaube nämlich, ich muss den kompletten Prolog durchzocken. Ich glaube nämlich, speichern ist aktuell noch nicht. So. Jetzt gehen wir mal aufs Inventar. Die haben wir jetzt aufgesammelt. Wir haben zwei Verluste leider zu vermelden. Aber so ist das halt. Und als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay. Gut, das ist eindeutig eine normale Lootbox-Mechanik. Ja. Ich hoffe, dass sie nicht auf die Idee kommen, da irgendwie noch echt Geld und so. Ne? Ich habe es mir noch nicht angeguckt, ob ich da irgendwas finden kann, aber das wäre für mich ein absolutes No-Go in dem Spiel, das rein auf Einzelspieler ausgelegt ist. Oh cool, wir haben eine neue Waffe gefunden. Und ein Radar. Kann ich die einbauen? Scheinbar nicht. Jetzt habe ich gerade hier die Waffen geupgradet. Du wusstest gar nicht, dass das geht. Ich habe einfach mal drauf gedrückt. Aber umso besser. Ja, das kann ich nie upgraden. Die hier auch nicht. Schade. Ja gut, den restlichen Krempel kriegen wir eh noch erklärt innerhalb des Tutorials oder innerhalb des Prologs. Deswegen ist es jetzt nicht so wichtig, dass wir uns das anschauen. Alright, Mai, what's our current position? We are currently in the Thema 6 sector. It is on the outskirts of the Interstellar Republic's headquarters. We should be able to reach it using our drive engines. Okay. Warp drive. So, wo müssen wir hin? Das ist witzig. Ich habe das ja gestern schon mal angespielt. Und gestern musste ich hier hinfliegen. Also der hieß zwar auch Tacit Stellar Sector, aber das war definitiv eine andere Richtung. Ist das prozedural generiert, das Universum? Fände ich ja nicht schlecht, oder? Hätte ich nicht gedacht. It's the trade station and Terra's port. Okay, set in the coordinates. Coordinates set. So. Drive mit der Leertaste aktivieren. My situation report. Gibt Stöffchen. Find's cool, dass man, wenn man so schnell fliegt, quasi immer noch steuern kann, finde ich gut. It has a large port specialized for trade freighters that return full of materials from mining settlements. They also swear they have the best beet soup recipe in the universe.
Finde es übrigens auch cool, dass das alles vertont ist. So. Brücke leert hast du, um die Quantenantriebe... Ah, ne, das habe ich jetzt schon. Captain Scott from the 5th Republic Fleet here. Mensch. We request docking permission. Station Control Tower here. Dock at the assigned bay. Over. Receiving coordinates. Establishing communication. Docking so. Protocol prepared. Wir müssen hoch zu Dock 1. Das finde ich auch ganz cool, dass man selbst docken muss und nicht irgendwie bei No Man's Sky zum Beispiel einfach in die Station reinfliegt und wirst so reingesaugt. Fand ich auch immer bei Elite Dangerous super cool, dass man das selber machen musste. Man hat hier auf jeden Fall eine Hilfe, werdet ihr auch gleich sehen, aber so das Anfliegen und so muss man halt alles selber machen und das finde ich ganz geil. So, langsam an den Rizzle ran. So, wir müssen uns jetzt nämlich in dieses Licht buxieren. So. Höhe stimmt auf jeden Fall. Drehen. Dann wieder ein Stückchen nach vorne. Und. So. In den Lichtkegel rein, wenn er grün wird. Wird so ein automatisches System quasi angeschmissen. Bin, glaube ich, zu weit weggeflogen. Oder habe mich währenddessen zu viel bewegt. Moment. Nochmal raus. Das ist mir gestern nicht passiert. Deswegen vermute ich mal, dass das noch ein kleiner Bug an dieser Stelle ist. So. Ich mache jetzt mal nichts. So. Und jetzt werde ich nämlich automatisch da dran gezogen. Aber ich musste erstmal an diese Stelle hier dran kommen. Mir fällt gerade übrigens auch auf, dass die Station anders aussieht, glaube ich. So. Was wir jetzt sehen, quasi ein Teil des Spiels, der noch sehr viel mehr ausgebaut ist, was wir auch im Prolog sehen werden. So ein bisschen rollenspielmäßig, was eben auch diesen Space Opera Ansatz unterstreicht. You discover a great commotion around the freighters on the station when you exit your ship. Your hair shouts from all angles and merchants bidding ever increasing numbers over merchandise. Your crew and yourself leave the freighters behind and search for a repair workshop. You find yourself looking at the neon lights when someone bumps into your shoulder. Also, gucken wir uns um. Total geschäftiges Treiben. Wir suchen auf jeden Fall nach einer Reparaturwerkstatt, als uns plötzlich jemand in die Schulter anrempelt. Guck's runter. Ouch, that hurt. It's a scruffy young woman who begins to collect spanners and metallic objects of all sorts. She had on her as she tries to steady herself. Sorry, I wasn't looking where I was going. Don't worry, I reheard. Ah, nee, das sagen wir. You should be more careful. You're speaking with the Captain of the Republic. Also, sind wir ein Arsch und kacken so total an. Sind wir super freundlich und fragen, ob sie sich verletzt hat. Oder sind wir selbst ein bisschen doof und behaupten, wir hätten nichts gesehen. Nee, wir sind einfach mal freundlich, fragen, ob es ihr gut geht. No, it was my fault entirely. Oh, excuse me, Captain, I'm so sorry. My name is Susan. I'm the head of the Pulsar Ship Repair Workshop. Was ein Zufall. What can I do for you? Actually, we are just looking for a repair shop for our ship. Ja, tun wir auch. You walk together to the docking bay where your ship is located. Susan rubs her eyes in incredulously, das Wort kenne ich nicht. No way, a KP-564SC warship. It's completely totaled. How did you manage to? Also totaled ist komplett im Arsch. Susan sighs deeply. Alright, we can do it, but it won't be cheap or easy. The repair cost highly exceeds your credit account. After negotiating, you agree to handle a series of tasks
for her in return for payment. In the meantime, they shall give you a completely operational chip. Also, wir haben nicht genug Geld, um die Reparaturen zu bezahlen, weil wir sind komplett im Arsch. Also, eine Hand wäscht die andere. Wir erledigen ein paar Aufgaben für Susan. Und ja, Susan, do you know where we can find the transmission room? Weil wir müssen erstmal hier, ne? Wahrscheinlich unseren Chef sagen, was Sache ist. Of course, Captain, there's a transmission bay. In the next district over, I can show you the way. Large space stations often have a transmission system highly superior to that of a normal ships, allowing for cross-sector communications. Ja, gut, Langstrecken. Transmitter, die sind wahrscheinlich nicht so klein und nicht so billig, dass man die einfach mal so ein Schiff einbaut. You walk through the station until reaching the transmission bay, where you encounter two guards. After identifying yourself, you are allowed to pass and spot the transmission crew busily sending coordinates and data to nearby stations. You are granted a terminal in order to send a situation report to the Republic. Wie gesagt, wir geben einfach einen Situationsbericht an unsere Obrigkeit ab. Und ja, Scott. Captain Scott here. We are transmitting from the Anteros Port Station in Sector Tama 6. Und als Antwort kriegen wir von Admiral Xiao. Captain Scott, we were expecting your arrival 2 Earth days ago. Dann erklären wir ihm, was los war. Yes, sir, we ran into problems. We were following the trail of a slaver network in Lithoba 1 sector. We infiltrated their base and obtained a crucial part of the information that you asked us for. But our scientists are still unable to decipher it. During our retreat, we were ambushed by an assault fleet. We thought we had left them behind when we arrived at this sector, but we were intercepted. We finally managed to finish off the enemy ships, but two of my crew members have lost their lives and the Genesis was practically destroyed. I'm sorry to hear that, Captain. We'll give them the sending off they deserve. What is your ship's current status? Ah, okay, also jetzt haben wir tatsächlich doch den Grund dafür, warum wir überhaupt waren. Warum läuft eine Spinne an der Decke? Tja, wir mussten eine feindliche Basis infiltrieren, um Informationen zu stehlen. Und das ist wohl ein bisschen schief gegangen. Ja, Schiff ist im Arsch. Currently it's inoperative. As soon as it's repaired, we'll return to headquarters for Stellar Summit. As one of the most experienced captains of the Republic, your presence is requested as head escort and reception of our guests. Every governing body of the universe shall be present and will set aside their difference in favor of a new era of peace and prosperity. Don't worry, Admiral, we'll arrive before the visit starts. Ja, und damit können wir in die Station reingehen. Aber was wir in der Station machen können, ich würde sagen, das ist eine gute Möglichkeit, um uns in der nächsten Folge mal alles anzuschauen. Deswegen machen wir hier einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, macht's gut, tschüssi!